Wir stehen wie ein Haufen Dirnen da. Hängt euch rein! Oh, na endlich. Yo. Yo. Okay. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Need for Speed Unbound. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start und legen direkt los mit unserem geilen Charger, der noch ein paar neue Felgen braucht. Wow. Oh, fängt ja gut an. Fängt ja gut an. Zentrale hier. Subjekt in Apollonia District gemeldet. Zentrale hier an. Weißt du was? Ich beende das hier und jetzt. Oh Mann. Interceptor hat erwischt. Wir brauchen irgendwie jetzt schnell einen Tunnel oder sowas. Alle Einheiten, Straßensperre in Position. Oh, wir sind auch schon bei Fahndungsstufe 4, sehe ich gerade. Ja, schon vielleicht mal die Route legen. Wir müssen nämlich noch ein paar Sachen erledigen. Drift Event mit B und ein Straßenrennen mit A. Do it. Alle Wagen nach Underwood Gardens. Ich glaube, da kommt ein neuer. Schnell weg. Ach Mann, komm schon. Ich habe keinen Bock jetzt direkt am Anfang schon die Kohle zu verlieren. Wagen zuletzt bei Apollonia District gesichtet. Wir richten uns ganz schön zur Zentrale. Interceptor hier bereit zum Abfang. Nagelwand voraus. Das sollte sie stoppen. Hey, nicht so eine Ausdrücke hier. Wir werden gerade gerammt. Du hast mich gerammt, Mann. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nagelband voraus, das sollte sie aufhalten. Na und? Kavallerie ist auf dem Weg. Bleibt an dem Wagen dran. Rammen wir diesen verdammten Racer von hinten, um ihn abzudrängen. Oh, hier kommt noch mal ein langer Tunnel. Da sollte ich vielleicht mal schnell hinfahren. Alle Einheiten. Zielfahrzeug fährt Richtung Rose Hill Drive. Shit, Verstärkung kommt auch gleich. Boah, ich sehe nichts. Zu viele Büsche. Zentrale an alle Einheiten. Straßensperre eingesetzt. Unterstützung kommt. Dranbleiben. Wagen zuletzt bei Cyril Heights gesichtet. Hat die Zielperson eine Gehirnerschütterung? Oh Mann. Zum Teufel, ich höre diese Miseraten aufgehüllt. Das Objekt ist irgendwo in Cyril Heights verschwunden. Such überall und finde das Arschloch! Ah.
Ach, komm schon, Alter. Sonderwagen vor Ortszentrale. Wagen zuletzt bei Rose Hill Drive gesichtet. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen nervig hier. Mehr als 250 fährt die Karre nicht. Achtung, Subjekt unterwegs Richtung Jefferson Hills. Shit, wir sind weg. Zentrale hier, Zielperson in Jefferson Hills verloren. Such in der Gegend, findet sie. Verfolge wieder. Nee. Subjekt unterwegs Richtung Lake Virgil. Wir können nicht mehr lange mithalten. Der Wagen ist einfach zu schnell für uns. Er hat die falsche Ausfahrt genommen. Wir brauchen Einheiten im Lake Virgil. Subjekt untergetaucht. Sucht überall und finde das Arschloch. Kommt schon wieder so ein Heli. Ach Mann, das ist doch nicht wahr. Dafür wird jemand ordentlich Ärger bekommen. Alle Wagen nach Lake Virgil. Zielperson entwischt. Sucht in der Gegend, findet sie. Ach komm. Im Blickfeld, arbeitet zusammen und holt euch die. Achtung, Subjekt unterwegs Richtung Jefferson Hills. Zielperson wurde verlangsamt. Zentrale, das war Zeitverschwendung. Subjekt bei Dewpoint View verloren. So, jetzt aber bitte keiner mehr. Ich würde gerne mal ein bisschen was machen hier. Ein paar Rennen und so. Endlich. Yo. Yo. Okay. So, was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben noch nicht alle ihre Preise vom Gewinnspiel geclaimt. Das müsst ihr unbedingt machen. Sonst verfallen die und es wird jemand Neues ausgewürfelt. Ich meine nach 7 Tagen oder so. Ich habe auch noch eine Umfrage im Community-Reiter gestartet. Da vielleicht auch einfach mal reingucken, wenn ihr wollt. Geht um den Bildformat. Ob ich den vielleicht ändere oder nicht. Da seid ihr aber gefragt, was euch lieber ist. So, jetzt haben wir schon 8 Minuten aufgenommen und noch nichts geschafft. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen Action hier. So, Drift Event mit einer B-Karre. Da fällt ja die Wahl nicht schwer. Nehmen wir unseren Plymouth. Maximale Wette kriegen wir hin. Na denn. Muss erst wieder ein bisschen reinkommen hier. Aber sollten wir hinkriegen. Go, go, go.
Wir müssen nur auf den Multiplikator achten. Ich weiß gar nicht, was wir an Neustarts noch übrig haben. Drei Runden sind zu fahren. Das ist schon Runde 2 jetzt. Ja, es könnte echt knapp werden. Gut. Gar nicht gut. Nicht den Multiplikator jetzt verlieren, das wäre überhaupt nicht gut. Ey, ist das schwerer als gedacht? Shit! Ich hab ein Problem. Nicht gut. Letzter Neustart. Shit, ey. Habe ich ein bisschen zu hoch gepokert, würde ich sagen. Okay, jetzt volle Konzentration. Wenn nicht, dann müssen wir halt mal ein bisschen früher Geld saven. Das war schon mal gut. Das war nicht so gut. Sieht nicht gut aus. Da habe ich gerade viel zu viele Punkte verloren. Also jetzt noch so viele Punkte wie möglich zu machen.
Komm, wir können es noch schaffen. Ganz knappe Geschichte. Boah, aber wirklich knappe Geschichte. Gerade so. Aber jetzt haben wir keine Neustarts mehr und das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Okay, was haben wir hier? Ein Straßenrennen und... Nochmal ein Straßenrennen. Okay, müssen wir mindestens Zweiter werden, damit wir nichts verlieren. Und hier ist es egal. Oh, 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 oh. Hey, Speed. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Ich hab gute und schlechte Neuigkeiten. Rein da. Hat jemals jemand einfach nur gute Neuigkeiten? Oh, knapp. Die gute Neuigkeit? Yes, ist bei der Quali dabei. Die schlechte Neuigkeit? Ich weiß nicht, ob sie fährt. Vielleicht soll ihre Crew erst die Konkurrenz ausdünnen. Voll, das ist so vorhersehbar. Jedenfalls musst du immer noch eine Menge Kohle in den Wagen stecken. Dann mal an die Arbeit. Du bist ein Star. Also ich überlege, das jetzt wirklich zu safen. Wir sehen uns heute Abend. Peace. Ich glaube, ich save das lieber, oder? Wir sind bei Bedrohungsstufe 5. Komm, wir safen das. Sicher ist sicher. Kommt da schon wieder der Heli zurück? Nee, nee. Safe, safe, safe. Wir brauchen die Kohle unbedingt. Mal ein bisschen Offroad fahren. Kann ich hier durch? Nee. Voll. Den müssen wir umfahren. Zentrale, ich sehe die gesuchte Person. Oh nein. Bitte um Erlaubnis, dieser Punk muss sofort runter von der Straße. Verkehrsgefährdung mit dem Flimmel. Alle Einheiten, Subjekt bei Jefferson Hills gesichtet. Zentrale, wir sind vor Ort. Gar nicht gut. Das wird wohl nichts mit der Kohle. Shit, ey. Zentrale, die sind leider immer noch auf der Flucht. Achtung, Subjekt unterwegs Richtung Southland Drive. Nicht locker lassen, Verstärkung kommt. Ein Wagen!
Achtung, Racer bei University Central verloren. So, jetzt brauche ich irgendwo ein Versteck. Ja, diese Helis, ne? Oh, 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 oh. Mann, wie fahre ich denn? Puh. Gut. Wir haben keine. Klingt so, als ob die Crew darauf setzt, dass sie das Grant gewinnt und Alex Preisgeld gleich wieder in seine eigene Tasche fließt. Ganz schöner Druck. Na, sie versucht die falschen Leute zu beeindrucken. Ihrer Crew ist sie egal. Die wollen nur das Geld. Das Geld? Das kann ich verstehen. Das. War nur ein Spaß. So, wir versuchen mal den jetzt von der Leistung her noch ein bisschen hochzukriegen. Vielleicht mal was mit den Reifen machen. Ford Drift. Ford Drift. Nee. Ein Kompressor vielleicht? Kriegen wir einen A rein? Hoffen wir mal für 7500. Und dann versuchen wir am Handling noch was zu ändern. Erstmal mehr Drift. Hier ändert sich gerade gar nichts. Hier ändert sich was. Perfekt. Was haben wir dann? Geringer Antrieb erhöht die Höchstgeschwindigkeit. Ein höherer Antrieb erlaubt es dir effektiver, um Kurven zu fahren. Okay. Und niedrige Lenkungsempfindlichkeit bleibt dein Auto bei Lenkbewegung stabiler. Bei einer hohen Empfindlichkeit reagiert er direkter. Wir versuchen es mal so. 158. Und das ist noch ein B-Fahrzeug und dann können wir den besser vielleicht zum Driften nutzen. Okay, dann haben wir aber noch andere Wagen, denn ich möchte gerne hier noch ein paar neue Felgen drauf machen. Style, Karosserie, bearbeiten, Vorderräder, Hinterräder. So. Bremsscheiben brauchen wir noch nicht. Bremssättel. Nein, Felgen. Oh, hübsch. Okay, mal gucken, was hier so schöne Sachen sind. Mal ein bisschen weiter unten. Ja, hier sowas mag ich ja gar nicht, ne? Sieht zwar cool aus, aber eher nicht so. Die haben wir schon auf dem Civic drauf. Oder die? Eins von beiden. Irgendwelche schönen Felgen.
Ja, nicht so einfach. Ich glaube, ich nehme die hier. Die Work Emotion XT7. Die Meerfarbe. Was? Sekundärfarbe? Und Sekundärfarbe machen wir mal rot. Felgengröße. Felgengröße für dieses Teil nicht verfügbar. Na gut, dann nicht. Ja, sieht schon besser aus. Okay. Dann noch die Reifen. Na, gezogene wären jetzt blöd. Demi-Slicks gezogen? Nee. Slicks. Komm, wir nehmen die Kumo Tires. Aber die sind gezogen, oder? Na, nee, die sind gezogen. Das ist shit. Ja, die sind nicht gezogen. Die nehmen wir. Wenn wir jetzt vielleicht noch die Felgengröße ändern. Nee. Mal her. Da bin ich nicht so ganz damit zufrieden, aber erstmal besser als nichts. Warum hat er jetzt hier die Reifen nicht übernommen? Kumo, Kumo, Kumo. Die gezogenen wollen wir nicht. Die hier hatten wir. So, und dann möchte ich noch den Sturz ein bisschen ändern. Kurz hinten ist zu viel. So ist okay. So ist das okay. So machen wir das. Gefällt mir. Okay. Dann sage ich aber erstmal wieder an dieser Stelle recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Need for Speed Unbound oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.